Liebe Freunde, liebe Anwesende, wir feiern, wir begehen, wir gedenken jetzt der Tatsache, dass die Christengemeinschaft 100 Jahre alt wird, noch nicht ganz ist. Und wir haben viele 100 Jahre Gedächtnisse in den letzten Jahren gehabt. Und die Frage entsteht immer, eben auch jetzt bei der Christengemeinschaft, wenn es die Christengemeinschaft nicht gäbe, würde sie heute begründet werden? Oder gibt es sie nur deshalb, weil sie nun mal begründet worden ist? Das heißt, diese Tatsache, dass etwas gibt, das aus einer Initiative entstanden ist, ist es dann einfach da? Die gleiche Frage ließe sich über die Waldorfpädagogik richten. Würde heute noch eine Waldorfschule begründet, wenn es die nicht schon gäbe? Und so weiter und so weiter. Also warum gibt es die Christengemeinschaft? Und dann ist natürlich eine Antwort, da wurde von einem Marburger Student im Februar 1920 eine Frage an Rudolf Steiner gerichtet. Alle Ereignisse, die wir in dieser Zeit hatten, entstehen aufgrund von Fragen. Und wir werden heute Abend sehen, dass es bei der Christengemeinschaft ganz anders ist. Da wurden auch Fragen gestellt, aber das war nicht die Ursache für die Gründung der Christengemeinschaft. Die Ursache lag ganz woanders. Und dem wollen wir versuchen, heute ein wenig nachzugehen. Wir leben in unserer Zeit, wenn man die charakterisieren würde, wo die Naturwissenschaft, das Zeitalter der Naturwissenschaft angekommen ist. Naturwissenschaft ist heute alles. Das Wort Natur fasst nicht ganz, wir denken nicht an grüne Bäume und schöne Flüsse, sondern an die Sinneswelt. Also statt Naturwissenschaft sollten wir vielleicht besser Sinnesweltwissenschaft sagen. Das wäre passender. Es geht um die sinnliche Welt und warum ist die so faszinierend? Warum siegen die Geister der Sinneswelt über die Engel? Und heute sind alle Menschen zunächst einmal Sinneswesen und manche haben irgendwie noch so eine Tendenz zu einer anderen Dimension, die aber vielleicht sonntags mal ein paar Stunden eine Rolle spielt. Das Eigentliche ist doch, dass wir hier auf der Erde tüchtig sein müssen. Wie kommt dieser Sieg der Sinneswelt über die geistige Welt, die Nebensache geworden ist? Und da kann man, glaube ich, eine Antwort geben und sagen, ja, die Sinneswelt kann man wirklich verstehen. Da gibt es die Naturgesetze und die funktionieren immer. Und wenn sie einmal nicht funktionieren, sind sie keine Naturgesetze mehr, dann werden sie ausgeschaltet. Man weiß nicht bei allen Gesetzen, ob die wirklich gelten. Und deswegen sagt man, naja, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, gelten sie. Da ist die Naturwissenschaft großzügig. Ich könnte jetzt ein Gesetz aufstellen. Im Umkreis des Rudolf-Steiner-Hauses gibt es keine Erdanziehungskraft, sondern eine Himmelsanziehungskraft. Und wenn man da aus dem Fenster steigt, geht man nach oben, nicht nach unten. Diese These wäre so lange gültig, bis jemand das Gegenteil beweist. Der steigt auf ein Fenster, schräg jeden Schritt raus und fällt runter. Aha, es geht nicht mehr, was ich gesagt habe. Also kurz gesagt, die Wahrheit ist das, was noch nicht falsifiziert worden ist. So heißt der Fachausdruck. Wir sehen, das ist auch nicht so ganz komplett, aber im Prinzip gelten die Naturgesetze. Und die versteht man, die kann man durchschauen, da kann man vorausberechnen. Das tritt dann auch ein. Machen Sie das mal bei Engeln. Nichts davon glauben, alles Mögliche. Während das kann ich selber entscheiden. Also, wir sind auf die Naturgesetze hinorientiert und da gibt es ein hauptsächliches Naturgesetz, gewissermaßen das Gesetz aller Gesetze. Und das heißt die Kausalität. Ganz einfach ausgedrückt, es gibt nichts,
was nicht eine Ursache hat. Wenn man die nicht kennt, sagt man, das ist ein Wunder. Wenn man sie kennt, ist es kein Wunder mehr. Man muss nur die Ursachen kennen und alle Dinge haben eine Ursache, entschuldigen Sie, auch dass Sie hier sitzen. Ist überhaupt kein Wunder, das lässt sich kausal bestimmen, bei jedem vielleicht andere Gründe, es gibt Gründe. Und da gibt es eben den im 19. Jahrhundert den Laplace, diesen französischen Wissenschaftler, der etwas hinterlassen hat, was man den Laplacischen Dämon nennt. Und er sagt, wenn es ein Wesen gäbe, das gibt es nicht, wenn es ein Wesen gäbe, das alle Zustände dieser Welt kennen würde, ließen sich alle Zustände der Zukunft voraussagen. Alle. Man könnte ganz genau sagen, was in 23 Jahren abends um 8:30 hier in diesem Haus sein wird. Weil Ursache, 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 Wirkung, 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 nichts gibt es, was nicht die Wirkung von einer Ursache ist. Und nur weil wir nicht alle Ursachen kennen, deswegen sprechen wir manchmal von, das ist aber, da spricht sich aber was aus und so weiter und so weiter. Alles ganz nüchtern. Also, die Sinneswelt ist in sich geschlossen, alles hat Ursachen. Kann denn da noch eine moralische Welt Platz haben? Eine moralische Handlung, ist die auch verursacht? Weil der Mensch ein guter Mensch sein möchte? Weil der Mensch Angst hat, dass im Leben nach dem Tode nicht alles gut läuft? Gibt es für das Moralische nicht auch Prinzipien und Gesetze? Wenn Sie jetzt Ja sagen, dann antworte ich, dann ist es keine Moralität mehr. Wenn Moralität Schulden bezahlen ist oder Voranzahlungen auf künftige Güter, dann ist es keine Moralität mehr. Moralität hat eine völlig andere Quelle als die physischen Ursachen. Hier im Rudolf-Steiner-Haus sagt man, statt Moralität vielleicht leichter Karma. Da werden alle nicken. Wie macht Karma das, dass es wirkt? Wirkt das überhaupt? Gibt es etwas, das mir zustößt, wo ich sage, das ist Karma? Das heißt, irgendwo saß der karmische Engel auf dem Dach und als ich vorbeikam, hat er einen Stein runtergeworfen. Dann lag ich im Krankenhaus und sage, ja, das ist Karma. Wie hat der Engel das gemacht? Am Stein gerüttelt? Dann ist der runterfallende Stein ein Naturwunder. Denn er folgt nicht den natürlichen Gesetzen, das ist logisch. Der Engel hat gewackelt. Nein, so ist es nicht. Der Engel hat gar nicht gewackelt. Ich bin einfach zufällig vorbeigekommen. Und das war Karma. Aha, Karma ist Zufall. Was ist Ihnen lieber? Karmische Ereignisse sind entweder Zufall oder ein durchbrochenes Naturgesetz. Aber niemals innerhalb des Naturgesetzes. Denn dann braucht es kein Karma. Also ist Karma Zufall oder Naturwunder? Sie können es sich im Laufe des Abends noch aussuchen. Aber Sie sehen, wenn man ganz nüchtern ist, was man nicht immer sein möchte, wenn man ganz nüchtern ist, muss man sagen, Karma hat in unserer Welt keinen Platz. Die ist eine geschlossene Veranstaltung von Ursache und Wirkung und Ursache und Wirkung. Und Karma ist eine andere, glauben die Menschen, hätte auch eine Wirkung, aber außerhalb der Naturgesetze. Und da muss man zugeben, Karma ist Naturwunder. Oder Karma ist Zufall, beides ist dann erlaubt. Diese Frage wird erstaunlicherweise, jedenfalls nach meiner Erfahrung, selten gestellt bei Menschen, die über Karma sprechen. Uns wird ja immer mehr gesprochen über Karma. Wie wirkt Karma eigentlich? Wie macht es das eigentlich? Es gibt also viele wichtige Fragen, die sich Menschen aus irgendeinem Grund nicht stellen.
Aber Rudolf Steiner stellt sich natürlich, und die Frage, um die es jetzt geht, nennt er zweimal, insgesamt nur zweimal, die Kardinalfrage des modernen Menschen. Kardinalfrage. Einmal hat er das vor Ärzten geäußert, im Dezember 1920, wo er den Ärzten genau diese Frage stellte. Die große Frage, die uns nun seit Wochen beschäftigt, sie ist ja, wie wir wiederholt versuchten zu erkennen, die Kardinalfrage der menschlichen Weltanschauung zunächst. Wie formuliert er jetzt diese Kardinalfrage? Wie hängt das Moralische, die moralische Weltordnung zusammen mit der physischen Weltordnung? Statt moralische Weltordnung könnte ich wieder sagen, karmische Weltordnung. Wie hängt das zusammen mit der physischen Frage? Ein halbes Jahr später ist hier in der Landhausstraße, wo heute das Rudolf-Steiner-Haus, das ehemalige, steht, Landhausstraße 70, da hält er nun einen Kurs für diejenigen, die nach dem Priestertum, auf das Priestertum zustreben, auf die werdende Christengemeinschaft. Also 1921 im Juni, und da fängt er an, und im gedruckten Zyklus ist es nach einer halben Seite, also schätzungsweise eine Minute Redezeit. Er redet, und nach einer Minute: Sehen Sie, ich möchte in diesen einleitenden Worten geradezu auf die Kardinalfrage losgehen. Ich möchte Sie veranlassen, darüber nachzudenken, wie kann man denn in einer Welt, die sich nach denjenigen Gesetzen vollzieht, die der Naturwissenschaftler heute annehmen muss, wie kann man in einer solchen Welt davon sprechen, dass sich irgendwie ethische Impulse realisieren? Wo sollten denn ethische Impulse eingreifen, wenn wir eine universelle Naturkausalität haben? Das ist die entscheidende Frage. Wir können noch so viele gute Dinge denken, noch so fromm sein, noch alles Mögliche machen, solange wir diese Frage nicht beantwortet haben. Sind wir heute in einer Sackgasse? Ich sage heute. Das war im Mittelalter ganz anders. Und ich sagte auch, heute ist die Naturwissenschaft voll angekommen. Und mit heute meine ich die fünfte Kulturepoche. Also heute fing etwa im 15. Jahrhundert an. Mit der Entdeckung, mit der Naturwissenschaft, mit all dem, was wir erkennen, wie da etwas ganz Neues kommt und die Menschen auch eine Art Abstand zu sich selbst haben. Die Abstandsseele, die einem Menschen ermöglicht, du zu sich zu sagen. Ich hoffe, Sie sagen öfter mal du. Manchmal sagt man, du Esel, was hast du jetzt wieder gemacht? Auch die erste Form von du sagen. Und dann kann man das auch noch weitermachen. Jetzt reg dich nicht so auf. Jetzt sei doch mal gelassen. Da sagt man nicht, ich will mich nicht aufregen, ich will gelassen sein. Und diese Möglichkeit, Abstand zu sich selber zu halten und von außen sich anzuschauen, nennt Rudolf Steiner die Bewusstseinsseele. Die Verstandesseele kann das noch nicht. Das ist Bewusstseinsseele, die man auch Abstandsseele nennen könnte. Abstand zu sich selber, überhaupt zu allem. Dadurch hat die Bewusstseinsseele eine große Neigung, sehr kühl zu sein. Viele Leute, die aus Ländern kommen, wo die Bewusstseinsseele nicht so dramatisch da ist, erleben das auch so, weil uns diese Kühlheit, wo ist denn da das Herz und die Wärme und all das, das kommt vom Abstand. Aber aus dem Abstand kann eine ganz neue Nähe sein. Man könnte sogar geradezu direkt sagen, ohne diesen Abstand ist etwas überhaupt nicht möglich, was über aller Wärme und Nähe steht. Über die Liebe.
Wenn Sie die Liebe mit Nähe und Wärme verwechseln, dann sind Sie noch im Bereich von Romeo und Julia. Und die Ehen nach Romeo und Julia sind ja bekanntlich nicht so stabil wie die Ehen vor Romeo und Julia. Die waren viel haltbarer. Und wer von Ihnen ein bisschen die Mysteriendramen kennt, der kennt auch die wunderbare Beschreibung der Liebe im zweiten Drama. Da gibt es etwas Ungewöhnliches, dass ein Mensch den anderen Menschen verlässt. Ungewöhnlich? Nein, kennen wir gut. Scheidung nennt man sowas. Aber da ist es anders. Ein Mensch verlässt den anderen aus Liebe. Nicht vom Gegenteil, weil er ihn so gerne mag, deswegen verlässt er ihn. Ist das logisch? Ja. In diesem Falle ja. Denn dieser eine Mensch bemerkt, der andere hängt an ihm. Da freut sich normalerweise jeder Mensch, wenn ein anderer an ihm hängt. Und ihn mag und sagt, du bist toll und ohne dich könnte ich gar nicht existieren. Und was du mir alles beigebracht hast und ich bin tüchtig geworden durch dich. Ja, wir machen weiter so. Nein, jetzt wird es Zeit, dass ich dich verlasse. Jetzt, wo der so ausspricht, dass er mich braucht, dass ich ihm helfe, dass ich Gutes für ihn mache, da sage ich, jetzt ist Schluss. Also der andere versteht das überhaupt nicht. Der leidet wahnsinnig. Und der Erste leidet auch, aber hat Bewusstseinsseele, hat Abstand zu sich und sieht, ich freue mich eigentlich immer sehr, wenn der mich so mag. Das ist aber kein Grund. Ich trenne mich von ihm, damit er frei wird und nicht abhängig von mir. Und das sagt der erste Mensch zum Zweiten, die Liebe soll getrennte Wesen binden, doch nicht die Eigenheiten töten wollen. Also wenn Liebe die Eigenheiten tötet und wir sind alle eins und sind so ganz groß gemeinsam, das ist nicht Liebe. Das ist Sympathie, vieles andere. Getrennte Wesen binden. Erst die Trennung, dann die Bindung. Wie Goethe. Dich im Unendlichen zu finden, musst unterscheiden, dann verbinden. Und wenn Mann und Frau nicht wirklich unterschieden sind, gibt es auch nichts zu verbinden. Gerade der Unterschied ist es. Das einzige Mal im Leben, wo in den Sakramenten der Christengemeinschaft das Geschlecht eine Rolle spielt. Sonst spielt das nie eine Rolle. Es geht nur um Menschen. Da geht es um Mann und Frau. Getrennte Wesen finden und dann entsteht etwas Neues, etwas Höheres, etwas Einmaliges, was es vor der Geschlechtertrennung gar nicht gegeben hat, beim ersten Adam, der noch männlich-weiblich war. Sehen Sie, das alles gehört zum Wesen der Bewusstseinsseele. Die trennt, damit sie verbinden kann. Und dann entsteht etwas ganz Neues und das kann man Liebe nennen. Die Erde soll ein Planet der Liebe werden. Das geht ohne die Bewusstseinsseele nicht. Die muss zuerst entwickelt werden. Durch diese Kühle muss man hindurch. Also wenn wir jetzt diese Dualität haben zwischen Sinneswelt und Geisteswelt, dann könnte man sagen, das passt eigentlich sehr gut in unsere Kulturepoche. Wir haben die ganz große Aufgabe, die Verbindung dieser beiden Welten herbeizuführen, aber nicht die Vermischung. Auch nicht das Getrennte sich berühren, sondern wirklich Verbindung. Was heißt das? Die Kardinalfrage des modernen Menschen. Wenn man aber die eine Welt überhaupt eliminiert, dann kommt man nicht weiter. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr heute. Die Menschen werden immer ähnlicher der Sinneswelt, dem Wesen der Sinneswelt. Man lebt immer weniger, stattdessen tritt etwas anderes ein, was man immer mehr macht. Man funktioniert immer besser.
Man weiß, das und das und das musst du machen. Und wenn du es nicht machst, dann funktioniert es nicht. Wenn Sie einen harmlosen Personalausweis irgendwo besorgen wollen, dann haben Sie allerhand zu leisten, bis Sie wirklich dazukommen. Mit Termin ausmachen, sonst stehen Sie in einer 20 Meter langen Schlange und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, die man heute einfach wissen muss. Man muss funktionieren in dieser Welt. Und das prägt sich allmählich ein. Der Begriff Freund ist allmählich verloren gegangen, seit es üblich ist, 200 bis 300 Freunde zu haben. Manche haben sogar 800 Freunde. Durch die modernen sogenannten sozialen Medien. Also es sind ganz andere Beziehungsbegriffe aufgetaucht. Für einen Computer ist das kein Problem. Der hat auch 10.000 Freunde. Kann den locker bewältigen. Locker. Der Mensch nähert sich so allmählich an und man hat dann neue Methoden, wie man damit doch zurechtkommt und. Ich brauche da gar nicht weitergehen. Die Namen Alex und Alexa sind wahrscheinlich bekannt. Alex ist der neue Helfer im Altenpflegedienst, der den Vorteil hat, unendlich geduldig zu sein, nicht nach 10 Minuten wieder raus zu müssen. Der stellt Fragen, hat sich sehr bewährt. Alexa, der Sprachroboter, der inzwischen auch um sich greift, der auch vieles sehr gut macht einfach. Was ist dann noch der Unterschied zwischen einem Roboter und einem Menschen? Das wird immer schwieriger zu beschreiben, weil die Roboter immer besser werden und die Menschen immer undifferenzierter. Sie fügen sich ein. Einfügen ist an sich gut, aber nur an sich. Das kann etwas sehr Problematisches werden, sich zu arg einzufügen. Also das kann man eigentlich fast gar nicht mehr, immer weniger unterscheiden. Was ist ein Roboter, was ist ein Mensch? Das nähert sich immer mehr an, weil der Mensch zunehmend einfach nur noch Sinneswesen ist. Und diese andere Dimension immer mehr verliert. Und das ist eigentlich der Hintergrund der Kardinalfrage. Gibt es da überhaupt einen Weg? Ja, sogar vor Rudolf Steiner. Es ist außerordentlich interessant, wenn man sich mit der Biografie Rudolf Steiners beschäftigt, zu sehen, wie das Schicksal bei ihm wirkt. Er hat sich von allem getrennt, er hat zwei Väter gehabt, den Vater in der Kirche und den Vater zu Hause. Und der Vater in der Kirche, den hat er sehr geliebt, den Vater zu Hause hat er geachtet. Er hat sehr gerne ministriert und. Der Vater hat das etwas verachtet, er war Freigeist. Und mit 10 Jahren hat er sich entschlossen, beide Väter zu lassen. Er ging nicht mehr in die Kirche, Steiner. Den Vater hat er gelten lassen, aber er ging mit 10 Jahren seinen eigenen Weg mit der entscheidenden Frage. Was ist denn die wichtigste Frage, die wir als Menschen auf der Erde überhaupt nur haben können? Ich bin so mutig zu sagen, die wichtigste Frage. Gibt es den lieben Gott? Das ist die wichtigste Frage. Naja, ich mache jetzt keine weiteren Vorschläge. Die wichtigste Frage, ich sage es jetzt einfach, was ist Wirklichkeit? Was ist Wirklichkeit? Ich bin ganz offen, was Wirklichkeit ist. Vielleicht fällt die übersinnliche Welt völlig runter als unwirklich, könnte sein. Vielleicht auch nicht. Ich untersuche das. Und dieser Frage ging Steiner konsequent nach. Und man kann das sehr genau an bestimmten Dokumenten verfolgen. Mit 21 Jahren hatte er es geschafft. Da war er endlich angekommen, ein Gefühl zu haben, was ist Wirklichkeit. Hat er einen Brief nach Stuttgart geschickt zu Theodor Fischer, um ihm das Ergebnis zu schildern. Aber da kam kein Gespräch mehr zustande. Und dann hat er etwas entwickelt, was unbedingt notwendig ist, um einen anderen zu verstehen, nämlich Goethe. Goethe selbst
wusste nicht, was er macht. Er hat alles richtig gemacht, aber er wusste nicht, warum. Das war sozusagen angeboren und Goethe hätte niemals erklären können, wie er es macht. Steiner hat zuerst die Methode herausgefunden für sich und dann gesehen, genau das macht Goethe. Der verstand Goethe als allererste und eigentlich einziger. Und gerade in dem Moment war in Stuttgart, wo er nach zu dem Theodor Fischer schreibt, eine Frage entstanden bei dem Kirschner Verlag, der die Gesamtausgabe von Goethe herausgab. Dass wir brauchen jemanden, der die naturwissenschaftlichen Schriften herausgibt. Wir haben niemanden. Dann hat er nach Wien geschrieben, zu Scheuer, Karl Julius Scheuer, ob der jemanden wüsste, der war ja Goethe-Spezialist, Professor. Ja, also er selber konnte es nicht machen, das sei zu schwierig. Da ging ein Briefwechsel hin und her, ungefähr 8-mal, alle paar Tage. Und ich staune heute noch, wie kurz die Post damals brauchte von Stuttgart nach Wien. So 2 Tage später kam die Antwort. Und dann sagte er, ja, es gibt da, man bräuchte einen Studenten. Ich habe da einen Studenten in den höheren Semestern. Wer ist das? Hat sofort angewiesen, Kirschner. Und so kam Rudolf Steiner dazu, Herausgeber der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes zu werden, mit etwas über 21 Jahren. Das ist nicht normal. Das ist was Besonderes. In diesem Alter Herausgeber zu werden. Und ich kann vorausnehmen, das Ergebnis war hervorragend. Steiner war berühmt als Herausgeber von Goethe. Sehr berühmt und bekannt. Die Leute haben das bewundert. Und da hat er gleich im ersten Band eine Sache zum Vorschein gebracht, die ich gleich nenne. Und er hat, nachdem der erste Band erschienen ist, sein allererstes Buch geschrieben. Grundlinien einer Erkenntnistheorie der goethischen Weltanschauung. Seither gibt es eine Anleitung, wie man Goetheanist wird. Goethe hätte das nicht schreiben können. Steiner konnte genau schreiben, das ist notwendig, um eine goetheanistische Beziehung zur Natur zu haben. Jetzt sind wir bei der Polarität, da ist die äußere Natur, die sinnliche und die andere. Und das Beispiel, das so wichtig ist, das stammt aus dem Jahre 1794. Da gab es ein kurzes Gespräch zwischen Goethe und Schiller. Die waren denkbar verschieden. Denkbar. Schiller war Schwabe und Goethe nicht. Ich weiß nicht, wo jetzt Ihre Sympathie liegt. Wir haben eine sehr große Schillerstraße, sehr ordentlich, zum Hauptbahnhof, die ist exponiert. Wussten Sie auch, dass es in Stuttgart eine Goethestraße gibt? Wenn Sie es nicht wissen, ist es charakteristisch. Es gibt natürlich eine Goethestraße. Und wenn Sie wissen, wo sie ist, dann wissen Sie auch Bescheid. Also die Schillerstraße und die Goethestraße. So ist es in Stuttgart. In Frankfurt ist es wahrscheinlich anders. Also der Schiller war ein Idealist, ein Denker, wie die Schwaben. So wie Hegel, der hat sich auch lange überlegt, wo er sich inkarnieren soll. Und dann kommt nur Stuttgart in Frage. Weil in den Schwaben eine Kraft liegt, die ich brauche für meine Philosophie. Und die ist dialektisch. Was heißt dialektisch? Dialektisch, 2 Gegensätze. Und wie sieht das aus, wenn die sich verbinden? Wir haben jetzt gehört, Liebe. Sein, nicht sein, sagt Hegel. Und wie heißt dieser Begriff? Wunderbar. Werden. Im Werden ist sowohl Sein als auch Nichtsein. Und Sein und Nichtsein sind Gegebenheiten. Werden ist ein Prozess. Die eigentliche Wirklichkeit ist Prozess, nicht Zustand. Das hat Hegel schon gedacht.
habe es hier schon mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob Sie es vergessen haben. Er hat sich in Stuttgart inkarniert, weil die Schwaben alle auch dialektisch denken können, aber wie Goethe können sie es nicht begründen. Also die können nicht sagen, wie man das macht, nur Hegel konnte das. Und jeder Schwabe denkt dialektisch, wenn man ihm etwas sagt, wo jeder Mensch sagt, das kann aber nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Dann wird ein Rheinländer lachen. Ich habe heute Morgen eine Kuh gesehen, die lag auf dem Rücken und hat Flöte gespielt. Ah, ist aber einen guten Witz gemacht, sagen die Rheinländer. Die Schwaben nicht. Eigentlich habe ich das noch nie erlebt, eine Kuh auf dem Rücken, die Flöte spielt. Aber so ist man auch wieder. Und das kann man nicht in Norddeutsch übersetzen, so ist man auch wieder. Das muss man einfach erleben. Also dieses Volk war geeignet für Hegel. So ist es dann auch wieder. Es ist zwar so, aber die Polarität gehört dazu und da ist ein Prozess. Also in diesem Sinne hat jetzt Rudolf Steiner die Aufgabe gekriegt, sich mit Goethe zu beschäftigen, hat die Grundlinien herausgegeben und dann natürlich beschrieben dieses Gespräch Goethe mit Schiller. Sie mochten sich nicht besonders, weil die ganz verschieden waren. Und dann trafen sie sich zufällig nach einer Veranstaltung, unbeabsichtigt. Und was macht man, wenn man jemanden trifft, den man nicht mag? Smalltalk. Unverbindliche Sachen. Und Goethe hat ein bisschen erzählt von der Urpflanze und wie das so ist, wie man das so sehen kann. Und Schiller wollte wenigstens darauf eingehen und sagt, ja, aber das ist keine Wahrnehmung, das ist eine Idee. Ich weiß nicht, wie Sie es mit der Urpflanze halten. Ich habe eine Erinnerung an die 12. Klasse, schon lange her. Da kam die Urpflanze auch dran. Und ich dachte natürlich, die konkreten Pflanzen sieht man. Die Urpflanze denkt man. Die sieht man doch nicht. Haben Sie schon mal eine Urpflanze gesehen? Immer nur konkrete Pflanzen. Also ich kann die Schüler gut verstehen. Der sagte, das ist keine Wahrnehmung, das ist eine Idee. Und Goethe war stocksauer. Also der hat nun überhaupt gar keine Ahnung. Und sagte etwas spitz, das kann mir sehr lieb sein, wenn ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie sogar mit Augen sehe. Und es ist der Schiller nicht davon gelaufen, sondern stehen geblieben und die Unterhaltung hat einigermaßen neutral aufgehört und war der Beginn einer 10-jährigen Freundschaft, der fruchtbarsten Freundschaft, die es in Deutschland je gegeben hat. Also da hat der deutsche Volksgeist wirklich das Spirituelle unmittelbar mit dem Volk verbinden können. Also der Goethe hat den Schiller angeregt mit seinen ästhetischen Briefen, der Schiller hat den Goethe angeregt mit seinem Faust. Also sie haben sich gegenseitig angeregt, ganz fruchtbar. Und auch da eine Polarität und Steigerung. Das ist, alles kommt darauf an, dass wir mit Polaritäten umgehen. Also die Urpflanze ist eine Idee, die man mit Augen sieht. Schiller hat auch recht. Beide haben recht. Einerseits eine Idee, andererseits sieht man sie mit Augen. Und da hat Rudolf Steiner ein Jahr später im zweiten Band selber einen Satz dazu gesagt, was dem entspricht. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen. Den Satz kennen wahrscheinlich viele. Der ist unmittelbar im Anschluss daran entstanden. Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des Menschen, dass sich da etwas verbindet. Und damit ist eigentlich alles gesagt für die Zukunft. Rudolf Steiner hatte dann das Schicksal, 7 Jahre in Wien sich mit Goethe zu beschäftigen, 7 Jahre in Weimar, 14 Jahre. Und dann, als die Anthroposophen unbedingt den neuen Bau in Dornach Johannesbau nennen wollte, hat er in einem entscheidenden Moment
in einem öffentlichen Vortrag, ganz öffentlich, gesagt. Und übrigens möchte ich Ihnen noch sagen, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, das soll Goethe Arno heißen. Hat er ganz intim in einem öffentlichen Vortrag gesagt. Wenn man mich fragen würde. Am nächsten Tag wurde er natürlich gefragt und das, der Bau hieß halt im Goethe Arno. Aber die Menschen kamen nicht auf die Idee. Und er sagte dann noch, denn Anthroposophie ist Goetheanismus. Ganz genau so hat er es formuliert. Also Goetheanum ist das richtige Wort, Goethe. Ja, soweit. Und man könnte auch sagen, das ist sozusagen das Geistige, das Sinnliche im Gewand, das Geistige im Gewand des Sinnlichen. Das Geistige im Gewand des Sinnlichen. Man sieht die Urpflanze, das Gewand. Goethe ging aber noch einen Schritt weiter. Ist die Sinneswelt nur die Welt, die das Geistige in sich enthält? Gibt es den Weg vom Geistigen ins Sinnliche? Oder gibt es auch diesen Weg? Den hat Goethe nur noch angedeutet. Im Faust zum Beispiel. Dass es auch diesen Weg gibt, vom Sinnlichen ins Geistige. Wie sieht denn der aus? Und den hat er im Faust dargestellt. Da hat der Faust eine Unterhaltung mit dem Mephisto. Der macht mit ihm einen Bund. Ich will mich jetzt in deinem Dienst verbinden. Ich will nicht rasten und nicht ruhen. Wenn wir uns drüben wiederfinden, wirst du mir dann das Gleiche tun. Würden Sie ja sagen? Er wird hier auf Erden alles für Sie machen. Sie können sich ein fünfstöckiges Familienhaus bauen lassen von ihm, können sich zwei Suff in die Garage stellen und kriegen alles, wie es mir sagt, das hätte ich gern. Eine Woche später kommt's. Alles problemlos, wenn wir uns drüben finden, machst du mir dann das Gleiche. Ein mittelalterlicher Mensch. Lieber 70 Jahre hier leiden, leiden, leiden und die Seligkeit drüben zu haben. Ich weiß nicht, wie Sie antworten würden. Faust, das drüben kann mich wenig kümmern. Schlägst du erst diese Welt in Trümmern, die andere mag danach entstehen. Aus dieser Erde quillen meine Freuden. Und diese Sonne scheinet meinen Leiden. Kann ich mich erst von ihnen scheiden, dann mag, was will und kann geschehen. Absolut diesseitig orientiert. Ist Faust Materialist? Überhaupt nicht. Wenn Sie den Prolog im Zimmer, was er da alles sagt, das ist, er sucht das Geistige. Er sucht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und der sagt, hier ist das Geistige, nicht drüben. Das Wort drüben oder jenseits war für Rudolf Steiner ein Reizwort. Er hat sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts sehr kritisch über Kirchen und so weiter geäußert. Und später in seiner Biografie sagte er, ich meinte damals diesen Glauben an das Jenseits. Das darf nicht sein. Man sollte sich als Anthroposoph dieses Wort abgewöhnen. Es gibt kein Jenseits. Diese Welt ist es. Und bei Faust ist da ein Anfang gemacht. Und genau da schließt Rudolf Steiner an. Und jetzt ist die Frage, kann man den Menschen, der eben jetzt etwas verloren hat, der jetzt ganz diesseitig geworden ist, gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass er eine Beziehung zum Geistigen kriegt. Und da muss ich jetzt sagen, dass Rudolf Steiner sagt, die Ursache für diese Krise, dass die beiden Welten auseinanderfallen, die entstand vor 1000 Jahren. Im 9. Jahrhundert. Da ist gewissermaßen die Wurzel gelegt. Für diese heutige Krise, denn da war ein Konzil und da wurde
allerhand Bestimmtes will ich jetzt nicht im Einzelnen schildern. Bruder Steiner benutzt eine sehr abkürzende Formulierung, wo manche Theologen sagen, das war überhaupt nicht die Hauptsache in deren Bewusstsein, aber es stand immerhin da. Der Mensch besteht aus Leib und Seele. Punkt. Bei Paulus bestand er noch aus Leib, Seele und Geist. Und da wurde definiert, nein, Leib und Seele. Und das Geistige, das ist sozusagen woanders. Ein Lehrer, bei dem ich über dieses Thema hörte, sagte, seither besteht der Mensch aus Leib, Seele und Kirche. Vorher aus Leib, Seele und Geist, jetzt aus Leib, Seele, Kirche. Denn was wahr ist, kann nur die Kirche bestimmen, nicht das Denken. Deswegen ist die Philosophie die Macht der Theologie. Die Theologie sagt, was ist wahr und falsch, und die Philosophie sucht Wege. Aber was wahr ist, weiß sie vorher schon. Und genau das war, was Bruder Steiner suchte, wie komme ich zur Wirklichkeit? Ich weiß nicht vorher schon, was wahr ist. Ich mache mich erst auf den Erkenntnisweg und dann lasse ich mich überraschen. Was ist die Wirklichkeit? Bei diesem Konzil, die Kirche setzt von vornherein fest, was wahr ist. Der Mensch hat keinen Anteil am Geist. Und damit kommt eine Spaltung. Da ist der Mensch als irdischer Mensch. Da ist die geistige Welt, die in der Kirche verankert ist. Und die Kirche dominierte noch einige hundert Jahre. Aber ab dem 13., 14., 15. Jahrhundert geht es systematisch abwärts. Und es wird immer dominanter. Und da sind wir heute angekommen. Das Geistige ist verschwunden. Und wenn wir denken, können wir nur noch materialistisch, irdisch denken. Also das Konzil von Konstantinopel 869-70, die Abschaffung des Geistes. Und jetzt kommt eben etwas ganz Neues. Das ist eigentlich, wir haben es gehört, die Anthroposophie, die genau davon ausgeht, dass das Geistige mit dem Irdischen verbunden wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, Rudolf Steiner, der alle Vorurteile weggelassen hat, der einfach nur resolut drauf losgedacht hat, was ist Wirklichkeit, kommt dazu an, die Wirklichkeit ist die Verbindung des Geistigen mit dem Sinnlichen. Und dann die Bemerkung auf das Gestandenhaben vor dem Mysterium von Golgatha in innerster, ernstester Erkenntnisfeier, darauf kam es bei meiner Entwicklung an. Das ist das Christentum. Natürlich, der Gott wird Mensch. Das Geistige wird sinnlich. Und genau das ist die Frage, die wir haben. Wie kann man das überhaupt denken, dass das Geistige sinnlich wird? Aber wir haben nur diese eine Linie. Und die hat Petrus auch schon erkannt. Er hat gesagt, du bist Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes, selig bist du Christus, Petrus, selig bist du Petrus. Das hat dir der Vater eingegeben. Und dann spricht er zum ersten Mal davon, dass er sterben wird, dass er gekreuzigt werden wird und dass er auferstehen wird. Und Petrus sagt, nein. Das darf nicht sein. Wenn Sie einen Lehrer haben, der sagt, ich werde sterben, die Menschen werden mich umbringen, kann man doch verstehen, dass er sagt, nein. Ich werde ein Schwert, ich werde dich verteidigen. Antwort, weiche von mir, Satan. Stellen Sie sich einen Menschen vor, dem gesagt wird, selig bist du, und fünf Minuten später weiche von mir, Satan. Kann man doch nicht aushalten. Petrus wird immer mehr ein Außenseiter. Er kommt nicht mehr mit. Er hat alles ausgesprochen, das Geistige erscheint im Sinnlichen, aber dass der sterben soll, das hat er nicht verstanden.
Die Geburt hat er verstanden, den Tod nicht. Und dann kommt schließlich der Todesmoment und Petrus ist auf dem Tiefpunkt überhaupt. Ja, ja, sagt die Magd, du gehörst auch zu denen, gell? Den kenne ich nicht. Er verleugnet ihn. Tiefer geht's nicht. Und dann durch die 40 Tage hindurch Himmelfahrt, dann nochmal 10 Tage mit den Begegnungen, Begegnung mit dem Auferstandenen, dann noch die 10 Tage Pfingsten. Und wenn Sie nicht wissen, was Pfingsten ist, ich kann das in 2 Worten beschreiben. 2 Worte. Ich habe das mal den Übersetzern gesagt, damit die in den Sprachen das richtig übersetzen. Pfingsten ist einfach nur Pfingstmorgen. Jeder Apostel, ach so, wie übersetzt man das, ach so? Ach so, jetzt hat er, und Petrus steht bis das Haus und erklärt den versammelten Leuten ganz genau, warum der Christus sterben musste. An Pfingsten, da hat er es verstanden. Warum musste der Christus sterben? Und jetzt können wir uns die Frage vorlegen, der Auferstehungsleib. Ich weiß nicht, ob Sie über den schon mal nachgedacht haben. Ist der sinnlich oder übersinnlich? Ist das eine übersinnliche Wahrnehmung, wenn der Auferstandene kommt, oder eine sinnliche? Die Jünger sitzen im Raum, er kommt durch die verschlossenen Türen, einfach durch. Das deutet auf übersinnlich, ja? Eine geistige Erscheinung, der Auferstandene. Denn sein Leib liegt ja im Grab. Und da gibt es einen, der hat schon ein bisschen Bewusstseinsseele, wird aber oft verachtet und der Zweifler genannt. Der Zweifler, Thomas. Und der hat gesagt, ehe ich nicht meine Hände in seine Wundmale lege, glaube ich euch nicht. Und sagt, was für ein Zweifler. Aber der hat genau die richtige Frage gestellt. Ganz genau. Jetzt kommt nach 8 Tagen der Auferstandene und sagt, Thomas, hier. Und er legt seine Hände rein und sagt, mein Herr und mein Gott, du bist. Das ist das Mysterienwort von den Mysterien von Delphi. Du bist sinnlich. Der wollte es sinnlich haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was ein sinnlich-übersinnlicher Leib ist. Das Sinnliche taucht in das Übersinnliche taucht in das Sinnliche ein, Jordantaufe. Dann das Schicksal der Menschen, der Tod, Auferstehung. Aber das Geistige trennt sich jetzt nicht vom Sinnlichen. Es nimmt das Sinnliche mit, aber verwandelt es. Das Sinnliche wird einbezogen. Und nur so kann man dieses wunderbare Wort von Rudolf Steiner annähernd verstehen, das ich hier auch schon öfters zitiert habe. Ein unbekanntes Wort, obwohl es in einem sehr bekannten Buch steht, aber hinten. Die übersinnliche Welt brauchte den Durchgang durch die Sinnliche. Den Durchgang durch die Sinnliche. Ohne diesen Durchgang wäre ihre weitere Entwicklung nicht möglich gewesen. Erst wenn sich innerhalb der sinnlichen Welt Wesen entwickelt haben werden, mit entsprechenden Fähigkeiten, kann die Übersinnliche wieder ihren Fortgang nehmen. Innerhalb der sinnlichen Welt Wesen entwickelt haben werden mit entsprechenden Fähigkeiten und dann etwas mitbringen aus der Sinneswelt. Genau wie jeden Abend, wenn wir einschlafen und der Engel wartet, was bringst du mit? Denn die Engel wissen nicht, wie es bei uns aussieht. Die wissen auch nicht, was Sterben heißt. Das wollen sie vom Menschen erfahren. Und dann kommt etwas Neues. Und der Anfang dieses ganz Neuen ist der Auferstehungsleib.
ein sinnlich, übersinnliches Wesen. Ja, warum sage ich alles das? Wir sehen es, wo die Anthroposophie anschließt, wo sie hingehört, Goetheanismus. Das Geistige im Sinnlichen, das Sinnliche im Geistigen, beides. Goethe hat nur das eine hauptsächlich gesehen. Das zweite kommt von Rudolf Steiner. Wie kann man die sinnliche Welt gestalten durch die geistige, sodass die sinnliche Welt beginnt aufzuerstehen, die sinnliche. Da setzt die Anthroposophie an mit allem, was Sie kennen von Waldorfpädagogik, Landwirtschaft und, was immer in die sinnliche Welt eingreift. Und damit ist das Konzil von Konstantinopel überwunden. Die Anthroposophie überwindet dieses Konzil. Und die Kirchenströmung, aus der heraus dieses Konzil entstanden ist, hat heute nichts mehr zu sagen. Sie ist überwunden. Das ist hoffentlich ein bisschen ahnbar geworden, dass das so ist. Und die Kirchen spielen für Steiner nach der Jahrhundertwende keine große Rolle. Er sagte ganz freundlich, die Kirchen brauchen keine Angst vor uns zu haben, also den Anthroposophen und Theosophen. Wir werden dafür sorgen, dass auf die Kanten die richtigen Leute kommen und verkünden volksgemäß, was geistig ist. Also die Kirche ist uninteressant. Das einzig Interessante an der Kirche ist ihre Kanzel. Denn da kann jemand stehen und volkstümlich den Leuten das beibringen, was im Steinerhaus doch ein bisschen kompliziert ist. Also volkstümlich. Das war seine positive Haltung in den ersten Jahren des letzten Jahrhunderts. Also und er meint auch, man kann auch katholische Priester gewinnen, die dann gewissermaßen die Anthroposophie, Theosophie verkündigen. Und insofern würde man überhaupt nicht damit rechnen, dass es überhaupt noch eine religiöse Bewegung gibt. Denn es geht jetzt auch um einen Erkenntnisweg. Also auf dem Erkenntnisweg ist Rudolf Steiner zu Goethe gekommen. Durch Goethe ist er überhaupt dazu gekommen, wie die geistige Welt und die sinnliche zusammenfinden. Und dann heißt der erste Leitsatz, Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte. Das zentrale Motiv. Ein Erkenntnisweg, da fehlt nichts mehr. Und jetzt ist die Frage, was bleibt da noch offen? Als dann die Christengemeinschaft gegründet worden ist, da sagte er, in allerersten Zusammenkunft, es war mir von Anfang an deutlich, als diese ihre Bewegung sich mir offenbarte, dass da der allergrößte Ernst herrschen muss. Und mit diesem Satz wurde lange, lange gelebt, als diese ihre Bewegung sich mir offenbarte. Wir sehen jetzt eindeutig, wie die Situation ist zum Jahrhundertanfang. Und dann gab es einen Moment, wo sich ihm etwas offenbart hat. Und dann sieht er sofort den allergrößten Ernst. Was ist denn da passiert? Und dann müssen wir noch auf etwas anderes schauen. Und das ist das Christentum, was ja sein Zentrum im Neuen Testament hat. Das steht als Kirchenchristentum eigentlich auf einem Bein. Nämlich auf dem Bein des Alten Testamentes. Da ist die Grundlage. Und die Erfüllung des Alten Testamentes hat zum Neuen geführt. Man kann das genau studieren, wie der Weg geht. Es gibt einen zweite Wirklichkeit, die überhaupt keine Rolle spielt in unserem traditionellen Christentum. Sie wissen schon welche? Die Welt der Mysterien. Die Juden unterschieden nur zwischen Juden und Heiden. Es gibt nur zwei Arten von Menschen im Alten Testament. Juden und Heiden.
Und Heiden sind halt Mysterien, alle Leute, die nicht an das Gesetz glauben. Das Gesetz war das ganz Typische, um das Christentum, die Inkarnation, vorzubereiten. Darum ging es in den Mysterien überhaupt nicht. Da ging es darum, wie man das Geistige in die Kultur hereinholen kann. Und das ist völlig eliminiert worden. Und als dann Rudolf Steiner, nachdem er dieses Erlebnis hatte, auf das Geistige gestanden haben vor dem Mysterium, wie bitte? Seither gibt es das Wort Mysterium von Golgatha. Für uns ein 0815 Wort, für die theologische Außenwelt ein ganz typisches Merkmal der Anthroposophen, die von dem Mysterium von Golgatha sprechen. Gar kein Begriff in der Theologie. Wie kommt Rudolf Steiner dazu, das so zu nennen? Weil er da an der Jahrhundertwende dieses Erlebnis hatte, dass das ein Mysterium ist und dass da hereinspielen die Mysterien. Dann ist er ja in die theosophischen Gesellschaft engagiert worden, hat dort Verantwortung übernommen, Vorträge gehalten. Und zu den allerersten Vorträgen, die er hielt, gehörten die Vorträge, das Christentum als mystische Tatsache. Mystisch. Rudolf Steiner hat sich über das Christentum zuallererst mystisch geäußert. Nicht die Evangelienzyklen kamen alle später. Und da findet man unglaublich viele Grundlagen, wo man staunt, dass es die überhaupt gibt. Ich werde Ihnen einige vorlesen. Im Vorwort von diesem Buch steht dann, durch dasjenige, was hier mystische Erkenntnis genannt wird, soll in diesem Buche gezeigt werden, jetzt versuchen Sie mal mitzudenken, soll in diesem Buche gezeigt werden, wie der Quell des Christentums sich seine Voraussetzungen geschaffen hat. Alle verstanden? Der Quell des Christentums hat sich seine Voraussetzung geschaffen. Wer hat bei Ihnen die Voraussetzung geschaffen, dass Sie auf der Welt sind? Papa und Mama, oder? Sagen Sie, ich habe mir meine Voraussetzungen geschaffen. Papa und Mama haben mir gefolgt. Trauen Sie sich, das zu sagen? Also der Quell des Christentums. Wer ist denn der Quell des Christentums? Was ist denn der Quell des Christentums? Wieder so eine Frage. Der Quell des Christentums hat sich seine Voraussetzungen geschaffen in den Mysterien der vorchristlichen Zeit. Da ist nicht das Alte Testament. Nicht nur das Alte Testament. Also er holt das zweite Bein jetzt zum Vorschein, dass das Christentum auf zwei Beinen steht. Mysterien und Altes Testament. Und da finden sich nun ganz erstaunliche Dinge. Was von Anfang her, zitiere ich aus dem Buch, was von Anfang her geschehen ist, was wir gehört, was wir mit Händen berührt haben, von dem Worte des Lebens, Logos, ja, was wir sahen und hörten, melden wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. So heißt es im ersten Johannesbrief, Zitat aus dem Neuen Testament. Was wir gesehen und gehört, was wir berührt haben, was wir sinnlich wahrgenommen haben, davon erzählen wir. Also der Christ ist eine sinnliche Erscheinung. Und dieses, sagt Steiner jetzt, unmittelbar Wirkliche, dieses unmittelbar Wirkliche soll als ein lebendiges Band alle Generationen umfassen. Es soll als Kirche mystisch von Geschlecht zu Geschlecht sich weiterschwingen. Welche Definition von Kirche? Das ist die Tradition. Was wir gesehen und was wir gehört haben, davon berichten wir euch. Und die Urchristen, die haben, wenn die einen Apostel gehört haben, der hat berichtet, als wir damals auf dem Berg der Verklärung waren und so weiter. Das war wie wenn heute die Eltern dem Kind ein Märchen erzählen.
Die Menschen sahen das. Sie sagten nicht, wie viele. Die Jünger, die Apostel erzählten und die Menschen sahen das. Es war unmittelbare Wirklichkeit. Und als die Apostel starben, hatten sie ihre Schüler, die haben sie vorher, denen hatten sie die Hand aufgelegt. Dann war bei denen der gleiche Effekt. Die erzählten und die Menschen sahen das. Und es ging so weiter, bis dann allmählich diese Wirkung nachließ. Und dann fingen die Schüler der Schüler der Schüler der Apostel an zu erzählen und die Menschen sahen es nicht mehr. Jetzt sollten sie es glauben. Dann kam sofort das wichtige Wort aber. Dann fing die Diskussion an, wie soll man das verstehen? Und dann kam eine neue Zeit. Das müssen wir jetzt entscheiden, wie es eigentlich ist. Ob der Mensch nun 5 Arme oder 2 Arme hat, das müssen wir jetzt entscheiden, wenn ihr das nicht mehr unterscheiden könnt. Und dann kam die erste, wie man das nannte, dogmatische Definition. Es ist so. Ob du siehst oder nicht, ist egal. So ist es. Und du hast zu glauben. 325. Erstes Konzil in Nicäa. Und ich würde jetzt sagen, damit ist das Urchristentum zu Ende. Ab jetzt kommt es nicht mehr darauf an, dass man das erlebt, sondern dass man es glaubt. Vorher hat man es erlebt. Genau genommen geht diese Periode noch ein bisschen weiter. Das Urchristentum ist nicht von heute auf morgen zu Ende. Aber es ging dann schon wirklich so und wirklich zu Ende in diesem besprochenen 9. Jahrhundert. Jetzt wird der Geist abgeschafft. Also das Urchristentum geht verloren und Rudolf Steiner mit der Anthroposophie fängt im 9. Jahrhundert an, nicht beim Urchristentum. Da war alles ja noch so. Nun gibt es also diese Vorträge und das Buch Christentum als mystische Tatsachen. Ein weiteres Zitat, sehr interessant. Die Mysterien haben durch Tradition die Mittel überliefert, zur Wahrheit zu kommen. Die Christengemeinschaft pflanzt diese Wahrheit selbst fort. Das erste und einzige Mal, dass aus dem Munde Rudolf Steiners das Wort Christengemeinschaft kommt, im Jahre 1902. Ein Zufall. Bei diesen Vorträgen. Benutzt das Wort sonst nie mehr. Und später, als die Christengemeinschaft gegründet wurde und die Begründer sich überlegten, wie sollen wir uns nennen, dann kam er und sagte, nennen Sie sich die Christengemeinschaft. Auf die Idee waren die gar nicht gekommen. Und da taucht es 20 Jahre vorher schon auf, 22 Jahre vorher. Einfach so unter anderem. Dann kommt wieder ein Wort, was da zum ersten Mal auftaucht. Jesus war vergottet. Man muss sich zu ihm halten, dann ist man innerhalb der von ihm geschaffenen Gemeinschaft Teilhaber an der Vergottung. Also wie kommt man zur höheren Wirklichkeit? Indem man innerhalb der Gemeinschaft Anteil an ihm hat. Völlig neuer Begriff. Was für eine Gemeinschaft ist das? Und die hat einen Namen, den kann man im Deutschen sehr gut unterscheiden von Gemeinschaft, nämlich Gemeinde. Es hat sich also mit dem Mysterium von Golgatha auf die christliche Gemeinde das ausgegossen, was sich früher innerhalb des Mysterientempels über den Mysten ausgegossen hat. Und dann schließlich ein ganz wichtiges, entscheidendes Zitat aus diesem Buch. Wie ein Alp musste es auf Jesu Gemüt gelastet haben, dass unter den Außenstehenden doch einige sein könnten, die den Weg nicht finden. Könnten einige sein, die finden den Weg nicht zu den Mysterien. Die Kluft
zwischen Einzuweihenden und Volk sollte weniger groß sein. In anderen Zusammenhängen nennt Rudolf Steiner das die Veröffentlichung der Mysterien. Die Mysterienwelt geht es tatsächlich in dieser Form zu Ende und es wird veröffentlicht und das Mysterium von Golgatha ist eigentlich ein öffentlicher Mysterienakt, nämlich Tod, dreitägiger Tod und das neue Bewusstsein. Das kannte man aus den Mysterien, ist öffentlich. Also die Kluft sollte weniger groß sein. Das Christentum sollte ein Mittel sein, durch das jeder den Weg finden konnte. Ist er nicht reif dazu, so ist ihm wenigstens nicht die Möglichkeit abgeschnitten, das fassen Sie auf, dass er in einer gewissen Unbewusstheit der Mysterienströmung teilhaftig werde. Man kann also auch mit einer gewissen Unbewusstheit über die Schwelle treten. Etwas genießen können von den Früchten der Mysterien. Was sind die? Etwas genießen können von den Früchten der Mysterien, sollten fortan auch diejenigen, welche nicht an der Einweihung noch teilnehmen können. Also ist es völlig klar, das Urchristentum ist kein Erkenntnisweg. Und die Antiphosophie geht diesen Weg auch nicht. Damals war die Welt noch heil im Urchristentum, aber dann ging das abwärts bis zum 9. Jahrhundert und da kam der Bruch. Aber zugleich damit etwas ganz Neues, eben der Erkenntnisweg zum Geiste. Der Geist muss wieder geholt werden, jetzt in Form der Erkenntnis. Das ist die Antiphosophie, die eindeutig ihren Wurzel im 9. Jahrhundert hat. Und das, was vorher war, war, so würde man damals sagen, Präludium. Und dann kommt eben diese Frage, wo liegen eigentlich die Wurzeln der religiösen Erneuerung? Und wenn wir sagen, es ist kein Erkenntnisweg, nicht die Erkenntnis für dahin, sondern etwas ganz anderes, das Erleben. Und zwischen Erkennen und Erleben gibt es eine interessante Beziehung. Das Erkennen, ich weiß, was ich erkannt habe, aber ich verstehe nicht alles, was ich erlebt habe. Auch da entstehen Erkenntnisbedürfnisse, sind auch in der katholischen Kirche entstanden. Aber die katholische Kirche sagt, nein, da gibt es nichts zu erkennen, du hast was zu glauben. Und das ist heute anders. Erkenntnis ist zugelassen. Im Kultus der Christengemeinschaft wird sogar etwas ganz Eigentümliches ausgesprochen. Da wird die christliche Gemeinde, die da erkennet in Freiheit Christus. Eine erkennende Gemeinde. Was ist denn das? Erkennen ist doch das Individuellste, was es gibt. Kann eine Gemeinde erkennen? Das ist total neu. Also jetzt geht es darum, um das Erlebnis. Und das kann jeder haben, unabhängig von seiner spirituellen Entwicklung. Einfach durch das Erleben, der eigentliche Hintergrund des Kultes. Ja, also soweit die Voraussetzungen, dass überhaupt wir über eine religiöse Erneuerung zunächst gar nicht nachdenken. Und dann kam etwas. Als sich diese ihre Bewegung mir offenbarte, und damit ist die Person Friedrich Rittelmeyers verbunden. Friedrich Rittelmeyer, ich will das etwas knapp zusammenfassen, war ein sehr berühmter protestantischer Pfarrer, der viele Leute anzog, interessante Dinge predigte, also richtig ein Kanzelfürst war, war dann in Nürnberg und er hatte den Auftrag, sich auch mit der Theosophie zu beschäftigen. Er sollte da aus weltanschaulichen Gründen Klarheit schaffen. Er war eigentlich eher kritisch eingestellt, aber
doch mit einer gewissen Vorurteilslosigkeit hat er sich an die Arbeit gemacht. Und so kam er auch dazu, dann einmal nach München zu gehen. Da war das zweite Drama gerade aufgeführt, um mal zu sehen, was da so ist. Dann sah er Steiner nach dem Vortrag des Mysteriendramas, wie umgeben war von Menschen und so ein Halbheiliger. Das hat ihn schon gar nicht sehr beeindruckt. Aber sein Freund, der hat ihm dann schließlich gesagt, Michael Bauer, du solltest mal ein Gespräch mit ihm haben. Aber vorurteilsfrei wie er war, gut. Und so ging er auf einer, wie er dann mal nach Nürnberg kam, Steiner, zu einem Vortrag von Jesus zu Christus. War er auch und hat ihn hinterher gefragt, ob er mal ein Gespräch haben könnte mit ihm, ja morgen. Dann ging er hin, war ziemlich vorurteilsvoll, der sieht halt die Aura, der guckt durch alles durch und man ist gar nicht frei. Dann hat er gesagt, das ist mir egal. Soll er sehen, was er will? Ich rede jetzt mit ihm. War auf die Haltung. Und dann hat er mit ihm das Gespräch gehabt. Und Steiner hat alles gemacht, was man nicht machen darf. Er hat zum ersten Mal mit ihm ein Gespräch gehabt und hat ihm nach kurzer Zeit, das ist nicht genau gestoppt, vielleicht eine halbe Stunde, 3 esoterische Übungen gegeben, die er machen könnte. Das sei gut für ihn. Wie bitte? Sie treffen einen zum ersten Mal, nach einer halben Stunde geben sie dem esoterische Übungen. Taktloser geht's gar nicht. Rüttelmeier war auch ziemlich irritiert, hat aber nichts gesagt, ging nach Hause und die Übungen lagen in der Ecke. Und nach 4 Wochen sagte er, also wenn du alles wissen willst, müsstest du wenigstens mal ausprobieren. Ich dachte zuerst, er wird abhängig, wenn er die Übungen macht. Er hat also die Übungen gemacht und dann war es klar. Die haben ihm geholfen, gesundheitlich. Er wurde ein ganz anderer Mensch. Er hat nichts verstanden, aber er wusste, das ist ein bedeutender Mensch. Nach einem Jahr trafen sich die beiden zufällig in Stuttgart bei einem Vortrag und stellen Sie sich vor, Steiner, Rüttelmeier hat ein Buch geschrieben mit Geier, sagte sein, ich habe Ihr Buch gelesen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie ein Buch geschrieben haben? Und Steiner sagt, ich habe Ihr Buch gelesen. Ich glaube, so geht's nicht. Was würden Sie dann sagen? Hoffentlich, was würden Sie hoffentlich dann sagen? Ja, wie denn? Rüttelmeier schweigt. Der nächste Begegnung war dann in Berlin. Ich muss mich auf das Esoterische konzentrieren, sonst komme ich nicht durch. Das Religiöse ist Ihre Aufgabe. Was würden Sie jetzt sagen? Man stellt doch eine Frage. Rüttelmeier fragt nicht. Es gab noch weitere Begegnungen. Man sieht richtig, wie Rudolf Steiner eigentlich so macht, damit er endlich fragt. Rüttelmeier fragt nicht. Nicht aus Arroganz, sondern weil er dachte, ja, das Religiöse ist meine Aufgabe, ich arbeite dran. Ich tue mein Bestes. Er hatte volle Kirchen. Er hat ihnen sinnvolle Sachen gesagt, später dann sogar auch anthroposophische Inhalte. Das war noch nicht so verboten damals. Er dachte, er macht's ja. Und dann ist der Rudolf Steiner sozusagen fast resigniert, dann hat er etwas gemacht, was man auch nicht macht. Er hat etwas, was es noch nicht gibt und was es nur geben kann, wenn jemand fragt. Also ein Kind, was nur geboren wird, wenn es gezeugt wird, durch eine Frage. Er hat diesem Kind, obwohl es nicht geboren war, bereits einen Namen gegeben. Das macht man auch nicht. Leute heiraten und man sagt ihnen, euer Kind sollte mal so heißen, wird mal so heißen. Und das war in diesem bekannten Vortrag von 1917, wo er mitten, wo er über die Trinität spricht, sagt,
Jetzt möchte ich eine Einschaltung machen. Hinten saß Rittelmeier. Der war nicht Mitglied, aber der durfte zu allen Vorträgen Steiners kommen. Man sollte nicht denken, dass das, was aus der Anthroposophie kommt, allein schon ausreichend wäre, das zu tun, was das religiöse Leben macht. Und jetzt kommt der Name. Denn bei der Anthroposophie geht es um den Erkenntnisweg. Und das ist das Entscheidende. Entwicklung der Geisterkenntnis. Beim religiösen Leben, und jetzt kommt die Taufe, geht es um die Entwicklung des Geistbewusstseins. Das Wort hatte er noch nie vorher benutzt. Und zum ersten Mal benutzt Geistbewusstsein. Geist. Geist, 9. Jahrhundert. Anthroposophie, Erkenntnis, das religiöse Leben, Geistbewusstsein. Das ist noch gar nicht ausgiebig untersucht, was damit eigentlich gemeint ist. Aber man sieht sofort, es ist kein Erkenntnisweg. Ganz anders, ein Geistbewusstsein. Ich würde mal vorsichtig sagen, wieder Erlebnis, etwas erleben. Noch nicht alles gleich verstehen. Hinterher kommen natürlich alle Leute, sprechen mit Steiner, auch Rittelmeier. Er stellt keine Frage. Kann man fast nicht verstehen. Keine Frage. Und dann hilft das Schicksal nach. Rittelmeier stürzt im Gebirge ab. Ob das Naturgesetz ist oder Karma, kann man entscheiden. Und liegt dann mehr oder weniger, ist dann mehr oder weniger 3 Jahre, mehr oder weniger außer Betrieb. Ist krank, macht Kuren und. Da kommt was zum Stocken. Und jetzt kommt die Zeit, wo andere Wege gehen und wo es dann schließlich dazu kommt, dass drüben in der Landhausstraße der erste Kurs war. Und man muss heute sagen, es ist ganz offensichtlich, als Rittelmeier kam und Rudolf Steiner begegnete, sah Steiner etwas, was er vorher nicht gesehen hat. In der Aura dieses Menschen sah er die Kirchenströmung. Und dass dieser Mensch ein Repräsentant, sogar ein Träger dieser Strömung ist und dass es ohne diesen Menschen gar nicht gehen kann. Und es war von vornherein klar, das hat Rudolf Steiner später auch, das ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn ich das sage. Ich habe lange damit gerungen, gibt es irgendetwas Wichtiges in dieser Welt, was nicht Rudolf Steiners Aufgabe wäre? Alles, was entscheidend ist, ist doch seine Aufgabe. Sie sagen das aber nicht. Kann man sich kaum vorstellen. Aber er sagte das. Und später hat er das sogar verfasst. In einem der letzten Briefe, die er geschrieben hat, im August 1924, da machte Rückblick auf den Kurs, den er mit den Priestern hatte und dass er gefragt worden ist. Ich verwies sie darauf, diese Menschen, dass der Kultus und die ihm zugrunde liegende Lehre allerdings durch die Anthroposophie dargereicht werden können. Der Kultus und die ihm zugrunde liegende Lehre ist mit einer Lehre verbunden, der Kultus. Zum Beispiel, dass eine Gemeinde erkennen kann. Das ist eine enorme Lehre. Was ist eine erkennende Gemeinde? Das ist nicht ein normales Erkennen. Das ist ein Erleben, aber ein anderes Erleben. Ich verwies Sie darauf, dass der Kultus und die ihm zugrunde liegende Lehre allerdings durch die Anthroposophie dargereicht werden können, trotzdem die anthroposophische Bewegung die Pflege des geistigen Lebens von anderen Seiten aus als ihre Aufgabe betrachten muss. Von vornherein klar getrennt. Der anthroposophische Weg ist in sich absolut vollständig, da fehlt nichts.
trotzdem gibt es auch den religiösen Weg im 20. Jahrhundert, was Rudolf Steiner eben erst in der Begegnung mit Rittelmeier entdeckte, der ein Datum liebt, 2. Dezember 1911. Als diese ihre Bewegung sich mir offenbarte, ich sage es mal am 2. Dezember 1911. Und seither verfolgt er auch nicht mehr die Redner auf den Kanzeln. Es geht ganz andere Wege. Da sieht er, da kommt etwas und das ist nicht meine Aufgabe. Ja, soweit zur Entstehung. Und wir sehen, die Wurzeln reichen ins 9. Jahrhundert zurück und sind eine Ergänzung zu dem, was als Erkenntnisweg entsteht, für ganz bestimmte Menschen, die, wie ein Alp lastete es auf Jesu, dass manche nicht das Ziel erreichen könnten und etwas von den Früchten der Mysterien genießen sollten auch die. Im Griechischen heißt Taufe, Trauung und so weiter Mysterion. So ist in der griechischen Kirche der Name. Ins Lateinische wurde das Wort Mysterium übersetzt mit Sacramentum. Das ist was anderes, aber das sind die Sakramente. Etwas genießen können von den Früchten der Mysterien, auch wenn man nicht schon vollgeistig da angekommen ist. Mit einer gewissen Unbewusstheit. Und wir können etwas ahnen, mehr ist es nicht, was das bedeutet, unbewusst oder jedenfalls noch nicht mit voller Reife die Schwelle zu überschreiten, weil wir diese Szene am Ende des dritten Mysteriendramas haben. Da ist der Johannes, der absolut unwürdig ist, die Schwelle zu überschreiten, weil er die Theodora sucht, die er liebt. Und er ist geistig schon so weit entwickelt, dass es ihm egal ist, ob sie auf der Erde sich lieben können oder im Himmel. Also er ist auch bereit, im Geistigen sie zu suchen. Und er steht an der Stelle, wo der Hüter der Schwelle ist und tobt, du sollst mich rüberlassen. Ich will die Theodora sehen. Die klarsten Voraussetzungen, nicht hinübergelassen zu werden. Und dann kommt die Maria und sagt zu dem Hüter, ich nehme ihn mit. Du musst ihn rüberlassen. Denn alles, was er braucht, um zu Recht die Schwelle zu überschreiten, liegt jenseits der Schwelle. Das ist doch, wie wir sagen, ein Teufelskreis, oder? Das, was sie brauchen, ist draußen, aber die Türe ist so lange verschlossen, wie sie das können, was sie erst lernen sollen. Geht nicht. Also eine Situation, dass man den Schwellenübergang nicht schafft, weil einem etwas fehlt. Und das, was man braucht, liegt jenseits der Schwelle. Sie kennen alle den Hauptmann von Köpenick. Der sucht Arbeit und kriegt sie nicht, weil er keinen Pass hat. Dann geht er aufs Passamt, du möchtest einen Pass haben. Nein, erst einen Arbeitsnachweis bringen. Was soll der machen? Wenn man ihm nur für eine Stunde einen Pass leihen würde, wäre alles gut. So etwa, also der Hüter lässt die Maria mit dem Johannes rüber und dann kommt sie, Theo, ich selbst. Das Wesen, das er am meisten liebt, ist er selbst, nicht die Theodora. Das konnte er aber nur jenseits der Schwelle erfahren. Ich selbst. Und jetzt erst ist er reif, wirklich die Schwelle zu überschreiten. Also wir haben da schon so eine Art Ahnung, wie das sein könnte, dass man über die Schwelle geht, bevor man eigentlich reif ist. Und das, was Rudolf Steiner da im Christentum als mystische Tatsache sagt, hat ein bisschen eine Verwandtschaft, mehr möchte ich jetzt nicht sagen, damit, dass man von den Früchten der Mysterien eben eventuell schon etwas empfangen darf, bevor man wirklich so weit ist. Das sind neue Verhältnisse, die es nur im Zeichen des Christentums gibt.
Und das würde heißen, dass auf eine ganz neue Weise im 20. Jahrhundert das Urchristentum aufersteht. Also nicht das Konzil vom 9. Jahrhundert wird überwunden, sondern es ist eine Art Auferstehung des Urchristentums. Und Steiner hat immer wieder in Bezug auf die religiöse Bewegung, auf das Urchristentum hingewiesen. Also auch auf die Stellen, die ich Ihnen vorgelesen habe. Und dann im Blick auf die Zukunft, wenn Sie mir noch 3 Minuten geben, dann bin ich fertig. Dann im Blick auf die Zukunft, da schreibt Rudolf Steiner in diesem letzten Brief über Rittelmeier. Er sagt also, ohne Rittelmeier wäre das überhaupt nicht gegangen. Ich verwies Sie darauf, dass der Kultus und so weiter wohl durch die Anthroposophie dargereicht werden können. Es gelang dann in Dr. Rittelmeier mit den Bestrebungen dieser Zöglinge geistig zu orientieren, christlichen Priestertums heranzutreten. In ihm, jetzt schildert er Rittelmeier, in ihm war eine Persönlichkeit vorhanden, die christlicher Priester und Anthroposoph im wahrsten Sinne des Wortes war. Christlicher Priester und Anthroposoph. Aus der anthroposophischen Gesellschaft heraus für die christliche Erneuerung etwas darreichen, forderte wie selbstverständlich die praktische Frage heraus, wie wird Rittelmeier das Dargereichte aufnehmen? Alles hing von Rittelmeier ab, aus den genannten Gründen. Oft entsteht. Wie wird er sich zu der Verwirklichung des Gewollten stellen? Denn die anthroposophische Bewegung musste in Rittelmeier das Vorbild einer Persönlichkeit sehen, die Christentum und Anthroposophie in der inneren Harmonie des Herzens und in der äußeren Harmonie des Wirkens vereint hatte. Und Rittelmeier sagte aus vollem Herzen ja. Das ist eine Positivitätsübung, nicht wahr? Wenn man dauernd nicht fragt, wo man soll, und dann sagte er, sagte aus vollem Herzen ja, man müsste also geradezu sagen, der wurde gefragt. Ganz umgekehrt. Er musste ja sagen. Rittelmeier hat nie gefragt. Aber als es dann soweit war, hat er sich eine Zeit von 2 Monaten geben lassen. Er kannte den Text der Menschenweihehandlung. Er war ganz positiv, aber noch nicht entschlossen. Und dann lebte er damit 2 Monate. Und dann wusste er, das ist es. Und dann sagte er aus vollem Herzen, ja. Und damit ist eigentlich die ganze Zukunft angedeutet. Und man kann viele sagen, was müssen wir jetzt neu machen? Die Zeiten haben sich geändert, die Menschen sind nicht mehr so wie damals, jetzt sollten wir das und das und das machen. Da gibt es 100 Äußerlichkeiten, die man sich denken kann, das ist überhaupt nicht entscheidend, sondern das, was hier in Rittelmeier gesagt wird. Das heißt, alle diejenigen, die die Aufgabe haben, den Kultus auszuüben, haben hier eigentlich ihre Zukunftsaufgabe. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber dass wir wenigstens den Weg gehen. Und dann kann man äußerlich dieses und jenes ändern, das ist dann sekundär. Da kann man vieles anders machen. Ist aber nicht so wichtig. Aber Rittelmeier, das ist überhaupt nicht Vergangenheit, das ist Zukunft. Wie kann die Zukunft der religiösen Bewegung aussehen? Da müssen Bedingungen erfüllt sein, damit das real ist. Und die sind in diesem Zusammenhang beschrieben. Ja, so viel. Tut mir leid, dass es etwas länger geworden ist. Und alles Weitere ist zum Nachdenken.